Schaulaufen auf dem roten Teppich. In den sündhaft teuren Designerteilen machen die Stars eine perfekte Figur. Fast schon zu perfekt. In Hollywood wird geschummelt, was das Zeug hält. Das hat uns Stylistin Silvie Lindenbauer verraten. Sie arbeitet bei Deutschlands Oscar-Robenschneiderei Nummer 1 Talbot Ronhof und weiß, was die Stars für den perfekten Look tun. Bei den Oscars wird geschummelt, was das Zeug hält. Also ich glaube, da wird mit allen Tricks gearbeitet, auf jeden Fall. Zum Beispiel mit so einem Slim-Höschen, auf den ersten Blick kaum verräterisch. Doch der Bund hat's in sich. Ein extra starkes Gummiband soll den Bauch flacher machen. Denn in Hollywood ist manchmal schlank nicht schlank genug. Topstars mit Topfigur schwören auf den Trick. Das ist viel sicherer, als sich unter das Messer zu legen. Damit hat man locker zwei Kleidergrößen bzw. 1,5 bis 2,5 Kilo weniger. Promi-Trick Nummer 2 ist der Knackarschmacher, ein Liebestöter in Beige. Da die Hose beinahe atemnoteng ist, zaubert sie optisch 1 bis 2 Kilo weg und macht dazu noch dank Polster- und Push-Up-Effekt den flachsten Po rund und knackig. Hier in der figurbetonten Oscar-Robe aus Stretch-Material für schlappe 2.500 Euro, der Vergleich ohne und mit Po-Push-Up. Es wird eigentlich ständig danach gefragt und es würde sehr oft daran scheitern, ein Abendkleid anzuziehen bzw. nicht zu kaufen, wenn es eben diese Shorts nicht gäbe. Vor allem Stars mit etwas weniger üppigen Rundungen, wie zum Beispiel Cameron Diaz, greifen zur Mogelpackung. Cameron Diaz wird mit Sicherheit das eine oder andere Mal, um auf dem roten Teppich besser auszusehen, so eine Push-Up-Hose tragen. Starschönheitstrick Nummer 3, die Mogelbrust. Die schönste Robe kann zur Blamage werden, wenn der Busen der Trägerin nicht dazu passt. Hollywood hat eine Lösung und die lautet Silikon. Wer jetzt an Schönheitsoperationen denkt, liegt komplett falsch. Das Geheimnis sind solche Bra-Tapes, also BHs, die direkt auf die Haut geklebt werden. Sie halten einen Tag lang und können bei geschickter Befestigung wie ein Push-Up wirken. Das ist der Lieblingstrick der Stars. Silikonkissen ein bisschen mehr zu machen, Busen zu formen, um Kleider besser aussehen zu lassen. Aber Vorsicht, die richtige Montage macht's. So ein Silikonblitzer ist mega peinlich. Aber wie sieht es auf der Straße aus? Gespickt mit Silikonanlage und Polifter geht's raus. Wem fällt was auf? Sie ist echt hübsch. Nein, sie hat nicht geschummelt, würde ich sagen. Also eigentlich finde ich, sie sieht ziemlich naturell aus. Also ja, und der steht ja eigentlich gut. Also finden Sie ganz hübsch? Der Busen ist nicht echt. Hier hat sie irgendeine Corsage drunter an, die die Taille schlanker macht. Der Hintern ist ein bisschen in die Höhe gepusht. Beschiss. Beschiss oder einfach nur der Natur ein bisschen nachgeholfen? Egal, schummeln ist erlaubt. Schließlich tun es fast alle.